Hallo, 30 Freunde. Gestern gab es auch noch eine kleine unschöne Begegnung. Ihr habt das sicherlich schon im Titel sehen können. Ich habe mir nochmal Mike seine HiFi-Anlage angeschaut, weil die hat schlagartig den Geist aufgegeben. Und das wollen wir in diesem Video uns mal ein bisschen genauer ansehen. Ja, vorher habe ich hier noch ein kleines Rätsel für euch. Wir haben hier nämlich noch ein cooles E30 Cabrio bei Micha stehen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was das für eine Farbe ist. Ich hätte jetzt auf den ersten Blick gedacht, das ist Diamantschwarz-Metallic. Ist es aber gar nicht. Ja, schreibt dann mal rein in die Kommentare. Gibt halt so Farben, muss man einfach mal so sagen, im E30. Die sind äußerst selten und auch sehr, sehr unauffällig. Und es ist natürlich kein Diamant Schwarz-Metallic. Ihr habt sicherlich schon rausbekommen. Okay, dann kommen wir mal hier uns Mike sein Kabel an. Wir haben jetzt also da graues Verdeck drauf. Das ist gerade noch in der Mache, wird also gerade noch raufgezogen. Wir haben jetzt auch wieder die 8x16 Zoll Maxi-Light Kreuzsprechen drauf, ansonsten M-Technik 2 komplett verbaut. Schwarze Scheinwerfer, gelbe Nebelscheinwerfer. Vorne eine kleine Distanzscheibe, damit der Reifen freiläuft. Innen habt ihr ja schon gesehen, haben wir hier diese coole graue Innenausstattung, so ein bisschen im M-Look mit den Streifen drauf. Ich denke mal, das Ding ist jetzt schon fast fertig. Wir haben hier übrigens nochmal eine kleine kreative Lösung bezüglich der Chromleisten, die sind jetzt hier mit einer Folie versehen, Alu gebürstet. Sicherlich Geschmackssache. Naja, kann man einfach mal ausprobieren. Schwarzes Startex hinten drin. Und ja, wir haben jetzt das Problem, die Anlage funktioniert nicht mehr. Beim ersten Blick in den Kofferraum sieht erstmal hier noch von den Anschlüssen und von der Anlage erstmal alles soweit ganz normal aus. Hat sich also nichts gelöst. Kann man also erstmal soweit gelten lassen. Wir haben also hier das Problem, dass es ein bisschen unangenehm drin riecht. In dem Kofferraum, also hier ist auf jeden Fall irgendwas abgeraucht. Ja, da haben wir die gute ESX-Endstufe. Die gibt leider keinen Mucks mehr von sich. Die Minusleitung hat der Micha im Moment abgeklemmt. Die werden wir wieder anklemmen, die Minusleitung. Plus ist noch dran. Und wir schauen jetzt mal, ob das Steuerplus überhaupt noch Saft hat. Die Sicherung ist also auch noch in Ordnung. Ich glaube 50 Ampere oder sowas. Die ist also noch nicht gekommen. Jetzt wollen wir erstmal hier was wieder anklemmen. Bisschen Strom zieht es auch noch, wie ihr gerade gesehen habt. Wir haben ja gerade noch einen kleinen Funken da gemerkt. Ja, der leichte Funken, der ist eigentlich nicht schlecht. Das heißt also, dass die Kondensatoren hier soweit noch in der Endstufe funktionieren und sich aufladen. Das ist also nicht mal negativ, dass es da am Anfang noch einen kleinen Stromstoß gibt. Und jetzt gehen wir nochmal vorne kurz schauen, ob da noch irgendwelche Geräusche von sich gibt. Ja, also Radio geht an, er fängt auch an, irgendwelche Songs zu lesen, aber mehr passiert dann auch nicht. Das heißt, die Endstufe ist auf jeden Fall im Moment nicht aktiv. Jetzt messen wir nochmal hier die Spannungsverhältnisse durch, ob hier auch überall Saft aufliegt, also anliegt. Batterie hat natürlich 13 Volt, das mache ich jetzt erst endlich nur, um das Messgerät zu testen, ob das funktioniert. So, jetzt suchen wir uns mal die Masseverbindung. Ja, ist ein bisschen versteckt, alles hier eingebaut. Also wir haben auf jeden Fall hier auch Plus, Dauerplus, die Sicherung ist also in Ordnung. Und dieses kleine rote Kabel wird auch angesteuert. Hätte ja sein können, dass irgendwie dieses Remote Control irgendwie keinen Bock mehr hat, aber es ist auf jeden Fall mit Spannung versorgt. Damit ist also klar, die Endstufe hat auf jeden Fall ein Problem. Müssen wir also ausbauen und uns mal näher anschauen. Jetzt haben wir die Endstufe ausgebaut und sehen schon, dass hier aus der Endstufe scheinbar der Lötzinn rausgelaufen, rausgetropft ist aufgrund großer Überhitzung. Da gibt es auch so eine Stelle, da könnte man sich einbilden, dass es da leichte Schmauchspuren gibt über den Chinch-Kabel. Die Kontakte hier für den Strom sind soweit noch tadellos. Da ist also nichts zu sehen, dass da irgendwas gefunkt hätte, dass es da irgendwie einen Kurzschluss gab. Das hätte ja auch noch sein können, dass da irgendwie die Stromversorgung sich gelockert hat oder ähnliches. Sieht ansonsten erstmal nicht schlecht aus, bis auf diese Stelle, wo halt entsprechend da das Lötzinn rausgelaufen ist. Natürlich nicht so schön. Diese Holzstückchen waren ja Abstandshalterungen, sodass sozusagen auch die Endstufe von hinten ein bisschen die Wärme wegbekommt. Die war ja auf dem Stoff entsprechend montiert. Können wir natürlich jetzt weglassen. Aber diese Spuren sehen jetzt nicht so gut aus. Das sieht aus, als ob die Endstufe wirklich innen drin große Probleme hat, sozusagen abgeraucht ist und so warm wurde, dass hier das Lötzinn von der Platine abgegangen ist und den Weg nach außen gesucht hat. So, wir schrauben es jetzt gleich mal auseinander. Mal gucken, ob wir innen drin noch irgendwas feststellen können. Tja,
würde sagen, die Platine sollte eigentlich grün sein und so sollte es mit Sicherheit nicht in der Schuppe aussehen. Komplett weggeschmolzen. Ich würde sagen, die ist nicht abgeraucht, sondern die Endstufe ist abgebrannt. Das sieht auf jeden Fall gar nicht gesund aus. Die hat es hier komplett erlebt. Das ist auf jeden Fall nur noch Schrott. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr glaubt, was jetzt die Ursache dafür sein kann. Ich kann euch ja mal kurz beschreiben, wie das jetzt passiert ist. Also der Wagen wurde ganz normal rangiert. Die Musik ist angegangen. War auch noch alles gut zu verstehen und verständlich von der Anlage her, vom Sound her. Und dann war auf einmal die Musik aus und dann hat es angefangen zu stinken. Dann war hier einfach Ruhe. Dann wurde der Minuspol abgeklemmt, um weiteres Schlimmeres zu verhindern. Und so haben wir den Wagen jetzt auch vorgefunden. Ich habe da eine Theorie dazu. Ich vermute mal, dass der Massepol nicht korrekt oder der Pluspol nicht korrekt festgeschraubt war, wie man es halt beim Rangieren so macht. Ne? Da werden die Kabel einfach nur kurz draufgesteckt, um das Fahrzeug zu bewegen. Ist halt die spannende Frage, ob so ein loser Plus- oder Minuspol die Ursache dafür sein kann, dass die Endstufe dann komplett abraucht, weil sie einfach nicht genug Strom sich ziehen kann. Ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr glaubt, was hier mit dieser Endstufe passiert ist. Wir müssen jetzt mal überlegen, was wir jetzt ersatzweise hier einbauen. Das Teil war relativ preisintensiv, also jetzt ein Schaden von 599 Euro, würde ich sagen. Aber immer noch besser, bis nicht das ganze Fahrzeug abgebrannt ist, weil so wie das da in der Endstufe aussah, waren auf jeden Fall hohe Temperaturen beteiligt. Also Glück im Unglück. Ja, soweit an der Stelle der Stand. Ich wünsche euch viel Spaß bis zum nächsten Video.